Hallo Menschen und Maginisten, ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Dungeons Age 2 kommentierten Walkthrough. In der letzten Folge weiß ich gar nicht mehr, was wir gemacht haben. Wir haben den nördlichen Vailutra-Wald genau abgeschlossen. Sind ein bisschen ins südliche abgedriftet, was auch unser nächstes Ziel ist. Allerdings wird es wieder Zeit für Backtracking. Weil wir haben jetzt eine Kampfmagierin an unserer Seite. Deswegen gehen wir zurück nach Airolan. Denn dort haben wir noch insgesamt zwei Refugiumstüren, die wir öffnen müssen. Oder drei. Und das halt mit Kampfmagier. Also eins weiß ich, ist gleich hier am Anfang. Die Nummer 2, die ist... Ich glaube, Tempel Xeria kann das sein. So. Da können wir auch gleich hier an den Gesundheits- und Mana-Büschen gut tun. Perfekt. Und wenn jetzt irgendwelche Haku meinen, uns mit uns anlegen zu müssen, dann sind sie dran. Dann haben sie die Arschkarte. Und tschüss. So, Finala. Schwacher, wundersamer Kast. Alles klar. Und zack. Voll getötet. Sehr schön. Da wir das nun haben, dann glaube ich, Tempel Xeria war als nächstes dran. Hier war ja halt, hier war Gefängnis. Aber hier Elbenschrein, da war ja nur für Fernkämpfer und für Naturmagier. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich weiß jetzt nicht, gab es in der Assonitenwüste auch noch was? Ich bin mir unsicher. So, Tempel Xeria. Genau, hier war noch Kampfmagier. Refugium. Und ansonsten... Dort war feste Windstein. Geist des Dieners, Arena von Amalu. So, dann mal auf nach Amalu. Die zwei Sachen verkaufen, also da Kastus und was ich da auch immer gerade bekommen habe. Gucken, ob es jetzt neue Ausrüstungen gibt. Eigentlich habe ich mich soweit ganz gut ausgerüstet. Aber ich glaube, hier fehlt noch... Ja, ein Lederhelm. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Ausgezeichnet, da fehlt noch ein ausgezeichneter Lederhelm. Entweder ich kriege den erst mit dem nächsten Level ab. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich weiß, dass ich schon mal 17, 29 die besten Waffen habe. 16, 17, 29, 16, 28, jo. So. Alles erstmal sortieren. Okay.
Ja. Genau, so ein Lederding brauche ich. Aber bitte ohne Färbung, dass es irgendwie spezial ist. Selbst. So, und du verkauf mal hier das da. Stimmt. Dero hat ja 27,45. Und dabei bleibt es auch. Was Besseres gibt es leider nicht. Vorerst. Welches Level bin ich nochmal? 25, 25, 25 und 23. Ich würde sagen, ist gar nicht mal so verkehrt. Nur Finala muss halt noch gucken, dass sie auch so schnell wie möglich mal ein paar Aufschübe bekommt. Genau, südlicher Vailutra-Wald. Der nördliche Teil natürlich. Es gibt auch südlicher Vailutra-Wald, der südliche Teil. So, genau, da haben wir das letzte Mal aufgehört. Hast Anwender von Künsten. Na dann. Lass mal Mana trinken. Gut. Ach stimmt, und hier ist er schon, Amanlu, wieder. Oh, ja, hier ist übrigens Nebenquest. Echt, ist da schon Amanlu? Ja. Uiuiui. Ui, ui. Entschuldigung. Gerade voll verschluckt. Och, komm schon. So. Ich habe ein Level abbekommen und habe Elementarzorn gelernt. Zweite Stufe, tödlicher Schlag mit 1. Gewaltige Erneuerung mit Stufe 6. Ja. Ich sag's euch, die Technik ist bitter, bitter, bitter böse. Und die braucht auch verdammt lange, bis die aufgelevelt ist. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob es hier gleich ein Gespräch gibt. Oder mit jemand anderem. Also, ja. Oder ob es zum Gespräch kommt, oder ob das nur mit anderen Charakteren ist. Also. So, dann einmal zurück. Gehen wir diesmal die rechte Seite ab. Man weiß nie, was man so findet. Oh, ich glaube, hier war die eine Nebenquest. Wow! Ja, nicht Elementarschwäche. Eine Höhle voll Wasser. Oh ja. Oh je.
Das sind mir jetzt doch ein bisschen zu viele. Komm, Elementarzorn. Und drauf. Ja, natürlich drücke ich auch noch die falschen Tasten. Also man sieht, man knüppelt richtig viel Schaden rein. Lohnt sich. Aber auch nur bei wirklich vielen Gegnerhorden. So, da wechsle ich mal wieder um auf den kritischen Schlag. Damit sich die Kunst schneller auflädt. Wow, ich dachte gerade, was ist jetzt los? Och, weiß der Tag. Statt zu heilen. Ich sag dazu nichts mehr. Und das war mit Neuerung. Gletscheraura. Komm. Jetzt mache ich das mal, damit ich das als nächstes hier freischalten kann. Huch. Ah. Cool. Ja, hier ist definitiv... Oh. Himmel, hilf. Oh Gott. Mann, Finala, was machst du denn? Dero. Betäubt den mal irgendwie. Jesus! Ich dachte auch gerade, was macht ein Finala jetzt für eine Scheiße? Rennt die einfach vor. Finala, die nichts aushält. Und jeder Gegner rennt auch noch volle Möhre auf Finala oder Tar los. Ja gut, das würde ich auch machen, wenn ich hier, So, da oben also. Gut, zum Glück weiß ich, was mich da erwartet für eine Nebenquest. Also echt, die Finale, du hältst nichts aus. Weil die von allen möglichen attackiert. Warum lebt er noch? Jetzt. Gerade, warum lebt er auf einmal noch? Das kann doch gar nicht sein. Oh, Truhe. Markus. Fort mit euch! Überlasst mich meinen Gedanken! Stimmt. Die Quest können wir nicht machen. Wir haben da einen falschen Charakter. Hier, bei uns. Oh! Und hier. Zwei neue Missionen. Alter Schwacher. Was? Fetterschien. Okay. Du kannst auf mich losgehen, aber nicht hier auf die andere Crew.
hört echt schlecht. Dero, Stufe 26. Da geht alle auf Finala los. Die verrückt eh am schnellsten. Hab's ja gesagt. Ich glaube, ich aktiviere erstmal den Teleporter noch. Oh. So. Das ist mal Geschichte. Erstmal noch den Punkt ausgeben. Geladene Schüsse. Ach, Schockwelle mit 4. Ah, perfekt. Jetzt ist das auch aufgestuft. 12%, dass das Geschoss durchschlägt. Mit viel Glück kann das sogar bitterböse für die Gegner werden. Die Karawane ist noch nicht lange weg. Wir werden sie finden. Wusstest du, was sie bei sich hatten? Ich weiß nur, dass sie der Prinzessin dienten. Das genügt mir. So viel Achtung hast du vor ihr? Sie ist der mutigste Mensch, den ich kenne. Das muss sie auch sein, wenn sie sich gegen Waldes stellt. Oha. Anscheinend ist die Prinzessin... Ach komm schon. Verrotteter Fauna. Oh, und ich habe die falschen Zauber dafür gerade. Oh Gott. Ah ja, klar. Boah, ey. Alter Schwede. Los, Mädels, wacht mal auf. Natürlich, lieber Mana verschwenden. Wow. Komm. Jetzt wird hier mal mit Todesmagie gearbeitet. Das ist doch echt ein Witz. Nur ein Treffer und Finala ist sofort hinüber. Flammennexus. Ach, versenkte Flammen mit 4. Kettenblitze 4. Korrosive Schwächen mit 5. So. Vielleicht kannst du dich ja so ein klein wenig heilen.